Hallo und herzlich willkommen bei unseren News im Licht der Bibel. Der Wille des Vatikans, nach politischer und religiöser Macht zu greifen, bleibt ungebrochen. Das Vorhandensein des Islam scheint dabei immer weniger eine Rolle zu spielen. Beide Systeme nähern sich mehr und mehr an. Der Papst hält dabei die Fäden fest in seiner Hand. So schreibt der Catholic National Reporter am 29. April 2024. Die Welt sehnt sich nach moralischer und politischer Führung. Franziskus ist in der Lage, sie zu geben. Ein Beispiel für eine solche Führungsrolle war der Beitritt des Heiligen Stuhls zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen im Jahr 2022. Mit dem Beitritt zur Konvention wollte der Vatikan einen neuen Dialog darüber beginnen, wie wir die Zukunft unseres Planeten gestalten. Der NCR empfiehlt dem Heiligen Stuhl, von der Seitenlinie zurückzutreten und sich mit moralischem Nachdruck und fachlicher Kompetenz in ausgewählte Verhandlungen einzubringen. Der Status des Heiligen Stuhls als Vertragspartei der UNFCCC, die gleich stark ist wie China, die USA und die Europäische Union, sei ein Beispiel für die Art von Aktivismus, den die Kirche in globalen Angelegenheiten an den Tag legen kann, während sie ihrer grundlegenden Mission treu bleibt. Der Papst soll den Global Player auf der politischen Bühne geben, wo die drängenden Fragen einer bedrohten Welt beantwortet werden sollen. Folgerichtig nimmt der Papst Mitte Juni diesen Jahres das erste Mal an einem G7-Gipfel teil, wo sich die Vertreter der 7 mächtigsten Industrienationen treffen, um über künstliche Intelligenz zu beraten, wie Vatican News berichtet. Allerdings stellte sich für die Einlösung solcher Machtträume bis vor kurzem die bloße Existenz des Islam als scheinbar unüberwindliches Hindernis dar. Kirche und Islam. Das schien unvereinbar. Als jedoch Papst Franziskus 2015 seine Umweltenzyklika Laudato Si veröffentlichte, schlossen sich Muslime, Hindus und andere religiöse Führer den Christen im Dialog an, um auf die eindringliche Aufforderung des Pontifex zu reagieren, den Klimawandel als eine Sache des Glaubens zu betrachten, beschreibt es die Tageszeitung Nola.com. Jetzt, 9 Jahre später, haben islamische Führer ein Gegenstück zum Vatikan-Dokument veröffentlicht. Am 27. Februar stellten muslimische Gelehrte, UN-Beamte und einige christliche Führer bei einem Treffen am Rande der 6. Jahrestagung der Umweltversammlung der Vereinten Nationen in Nairobi Al-Mizan, ein Bündnis für die Erde, vor. Das Dokument schaffe ein Gleichgewicht zwischen der islamischen Weltanschauung und der Perspektive der katholischen Kirche. Eine solche Form der Annäherung lässt aufhorchen. Obwohl ganz auf seiner eigenen tiefen islamischen Tradition aufbauend, sei Al-Mizan in vielerlei Hinsicht eine Resonanz auf die Lehren von Laudato Si, betonte der katholische Erzbischof Hubertus van Mengen, der apostolische Nuntius in Kenia und im Südsudan anlässlich der Ankündigung der Umwelterklärung. Er empfahl, Laudato Si und Al-Mizan gemeinsam zu lesen, da sie zusammen ein harmonisches Loblied auf den Schöpfer des Universums anstimmen. Al-Mizan sei ein schönes Zeugnis für einen ausgewogenen Dialog zwischen Glaube und Vernunft. Diese beiden schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen sich, wie das Dokument reichlich zeigt. Schon als Papst Franziskus am 3. August 2020 die Enzyklika Fratelli Tutti, also alle sind Brüder, über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft veröffentlichte, nahm an der offiziellen Präsentation der Enzyklika im Vatikan auch der Richter Mohammed Mahmoud Abdel Salam teil. Der Scharia-Gelehrte erklärte sich als voll und ganz einverstanden mit dem Papst. Ich teile jedes Wort, das er in der Enzyklika zum Thema Geschwisterlichkeit schreibt, berichtete Vatican News kurz danach. Neu war auch die achtfache Erwähnung eines islamischen Geistlichen in dem Lehrschreiben, nämlich des Großimams Ahmad Mohammed al-Tayeb, von dem sich Franziskus sich bei der Entstehung derselben besonders habe anregen lassen. Laut ÖRF
hatte im Gegenzug der Großimam den Papst für die Enzyklika gelobt. Mit Fratelli Tutti gebe Papst Franziskus der Menschheit ihr Gewissen zurück. Mehr Unterwürfigkeit geht nicht. Katholizismus und Islam scheinen sich derzeit nicht mehr gegenseitig auszuschließen, sondern zu ergänzen. Der Islam steht einer neuen Machtfülle des Vatikans augenscheinlich nicht im Weg. Dabei mischt das Papsttum auch in politischen Belangen kräftig mit. Eine enge Verbindung von Kirche und Staat war in der Vergangenheit allerdings immer wieder Ursache von Problemen bei der freien Ausübung von Glaubens- und Gewissensfreiheit. Während Sie sich mit der Ausführung Ihres Vorhabens befassen, arbeitet Rom an der Wiederherstellung seiner Macht, mit der die verlorene Oberhoheit wiedergewonnen werden soll. Wenn erst das Prinzip in den Vereinigten Staaten festgelegt ist, dass die Kirche die Macht des Staates einsetzen oder kontrollieren kann, wenn die Befolgung religiöser Verordnungen mit Hilfe weltlicher Gesetze erzwungen wird, kurz gesagt, wenn die Autorität der Kirche und des Staates das Gewissen der Menschen beherrscht, dann ist der Triumph Roms in diesem Land gewährleistet. So werden schon vor mehr als 100 Jahren von der Bestseller-Autorin Ellen White in dem Buch Vom Schatten zum Licht die Ziele Roms beschrieben. Diese Beschreibung greift Aussagen der Bibel auf und lässt erstaunen wegen der genauen Darstellung dessen, was sich heute von den Augen der ganzen Welt abspielt. Zum 7. Mal in Folge wird Finnland als glücklichstes Land der Welt gekürt. Das berichtet kürzlich die Tagesschau. Was ist das Glücksgeheimnis der Finnen? Woran wird ihr Glück gemessen? Und sind die Finnen wirklich so glücklich, wie der Weltglücksreport glauben machen will? Diesen Fragen gehen derzeit die großen Medieninstitute nach. Sie wollen herausfinden, was dran ist an dem Bericht über das glückliche Finnland. Auf den folgenden Rängen platzieren sich drei weitere nördliche Länder: Dänemark, Island und Schweden. Auf Platz 5 folgt Israel, danach auf den Rängen 6 bis 9 die Niederlande, Norwegen, Luxemburg und die Schweiz. Alle skandinavischen Länder befinden sich unter den Top 10. Auf dem Glücksindex erreichen alle diese Länder 7 bis 8 Punkte. Deutschland war das zweite Mal in Folge deutlich abgerutscht, wie Travelbook richtig bemerkt. Noch vor 3 Jahren mit dem 7. Platz in den Top 10 landete Deutschland 2023 auf Platz 16. 2024 geht es auf der Glücklichkeitsskala noch weiter runter. Deutschland steht jetzt nur noch auf Platz 24. Die Folgen der von der Politik zu einer Corona-Pandemie hochgespielten Ausnahmezeit mit der Einbuße vieler Persönlichkeitsrechte verbunden mit einem allgemeinen wirtschaftlichen Niedergang scheinen den Deutschen nicht gut getan zu haben. Am unteren Ende der Skala befinden sich sehr arme oder von Krieg gebeutelte Länder wie Tansania, Simbabwe oder der Libanon. Das Schlusslicht bildet Afghanistan mit einem Glücklichkeitsindex von unter 1,9. Auf die Frage, warum die Skandinavier und im Besonderen die Finnen so glücklich sind, sucht die Tagesschau nach Antworten. In Finnland gäbe es wenig Kriminalität. Alles funktioniere, alle hätten ein Auskommen. In Schweden gäbe es ein gesetzlich verbrieftes Recht auf 4 Wochen Sommerurlaub am Stück. Die nordischen Länder werden oft als wenig wettbewerbsorientiert beschrieben. Und da ist irgendwie was dran. Schaut man, wie viel Freizeit und Urlaub die Menschen haben, unterscheidet sich das deutlich von den angloamerikanischen Ländern, von Japan ganz zu schweigen, beschreibt es Peter Stadius von der Uni Helsinki. Die nordischen Länder hätten auch die letzten 3 Jahre Krise besser weggesteckt und ein hoher Grad der Zufriedenheit in den Gesellschaften habe auch was mit der Prägung zu tun, so Stadius. Im Norden erwarte man nicht viel und sei zufrieden mit dem, was man hat, auch wenn das Wetter öfter mal schlecht ist und die Landschaft karg. Travelbook erwähnt die geringe Arbeits- und Obdachlosigkeit und die enge Beziehung der Finnen zu ihrer schönen Natur. Auch Jani Halme, preisgekrönter finnischer Journalist, betont in einem Interview mit der NZZ den Faktor Zeit und die Nähe zur Natur. Allerdings gibt es an der Studie und an der Art der Fragestellung, um das Glücklichsein der Menschen festzustellen, auch deutliche Kritik.
Darüber berichtet der österreichische Standard unter dem Titel »Warum Finnland vielleicht doch nicht das glücklichste Land der Welt ist«. Eine aktuelle Studie demonstriert, dass der alljährliche World Happiness Report wohl nicht das misst, was er zu messen vorgibt, und verweist auf eine Arbeit eines Teams um August Nilsson von der schwedischen Universität Lund. Das Team fand heraus, dass die Menschen mit der Fragestellung der Glücksstudie eher Begriffe wie Reichtum und Macht verbinden. Jedoch hätte beides allenfalls am Rande mit Glück zu tun. Als herausragendstes Glückskriterium gilt gute Beziehungen, und zwar sowohl mit Freunden wie mit Lebenspartnern. Zwar werden Wohlstand, Gesundheit, beruflicher Erfolg oder erfüllende Freizeitbeschäftigungen als durchaus wichtige Faktoren genannt, aber ausschlaggebend für ein glückliches Leben dürfte dann doch das zwischenmenschliche Miteinander sein. Es sollte auch nicht übersehen werden, dass Finnland eine der höchsten Selbstmordraten Europas hat. Vielleicht geht es den Menschen wirtschaftlich vergleichsweise gut. Dies bedeutet nicht automatisch auch wahres Glück. Daniel gibt dem babylonischen König Nebukadnezar folgenden Rat: Darum, Herr König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und ledig von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen. So wird dein Glück lange währen. Und König Josaphat ermutigt das Volk: Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubt an seine Propheten, so werdet ihr Glück haben. Diese Ratschläge können auch all denen dazu verhelfen, glücklich zu werden, die nicht das Vorrecht haben, im seenreichen Finnland zu wohnen. Gott segne sie reich. Das war's wieder für heute bei unseren News im Licht der Bibel. Tschüss, bis zum nächsten Mal.